Hallo, ich bin Patricia, ich bin dritter Lehrer zur Fachfrage Gesundheit im Alterszentrum St. Anna von der St. Anna Stiftung und heute zeige ich euch ein bisschen meinen Berufsalltag. Also die Lehre sollte man bei der St. Anna Stiftung machen, dass es ein sehr familiärer Betrieb ist. Man ist auch zum Beispiel mit Vollgesetzten per Du und es wird auch sehr grosser Wert auf die Teamarbeit gelegt. Das Schönste an meinem Beruf finde ich, dass man so nahe mit Menschen arbeitet und ihnen bei alltäglichen Sachen helfen kann. Mir gefällt aber auch das Wissen, was man sich während der Lehre aneignet. Also Voraussetzungen sind sicher, dass man eine offene und hilfsbereite Person sein muss. Man muss aber auch gerne im Team arbeiten und mit Stresssituationen umgehen können. Also im Gesundheitswesen gibt es sicher viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei mir war ein grosser Vorteil, dass ich zuerst die Lehre zur Assistentin Gesundheit und Soziales machen konnte und jetzt die Lehre zur Fachfrau Gesundheit und dass ich danach noch das Studium zur diplomierten Pflegefachfrau machen kann. Ich bin Carmen Wild, bildungsverantwortliche Pflege im Alterszentrum St. Anna. Wir suchen immer wieder coole Leute. Falls dir der Film das Interesse geweckt hat an unserem Beruf, dann bewirb dich doch bei uns.